in constant sorrow all through his day. Midlife Grass, meine sehr geehrten Damen und Herren. Midlife Grass. Eine bluegrassige Formation, tut auch gut. Ein bisschen was Ruhigeres und Akustisches aus der Country-Musik zu hören. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Mr. Banjo himself, Ferry Leitner. The one and only. Ferry, die Band Midlife Grass gibt es in der Zwischenzeit seit fünf, sechs Jahren? Ich spiele erst seit fünf, sechs Jahren damit. Die Band gibt schon 12 Jahre. Ich war ja lange Zeit nicht Banjo-Spieler, sondern bin Reichmann oder sowas, irgendwas Ähnliches. Also ein reicher Mann, der ein Banjo hatte. So ist es. Und dann hast du gesagt, gibst Geld zur Bank, box Banjo wieder aus. Ja, Spaß beiseite. Ich habe in den 60er Jahren begonnen mit den Bluegrass Specials. Hab dann bis in die 80er hineingespielt, 4 Langspielplatten gemacht, viele Fernsehsendungen. Hab im Studio gespielt mit Ambrose und anderen Leuten und hab dann lange, lange Pause gemacht und bin vor 5 Jahren beim Midlife Grass wieder eingestiegen. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil die Jungs sehr gut singen. Es macht Spaß auf der Bühne einfach. Wir spielen sehr traditionell, wie du siehst, mit einem Mikrofon, das war kein Fake. Es macht Spaß. Naja, das merkt man. Man merkt ja die Grundstimmung der Band, dass sich also untereinander menschlich gut versteht und dann kommt auch musikalisch was Gutes raus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die etwas nicht mehr ganz so Jungen unter Ihnen werden wahrscheinlich die Gruppe Bluegrass Specials noch kennen. Europas Nummer 1 Bluegrass Band kam damals aus Wien. Ferry Leitner war der Chef der Bluegrass Specials. Ferry Leitner, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ferry Leitner.